Ja, hallo, hier der Martin mit einem neuen Let's Play von Titelbout Championship Boxing. Bevor wir in das Jahr 1860 gehen, ich habe hier wieder meinen Spickzettel mit den ganzen Planungen. Bevor wir ins Jahr 1860 also gehen, eine kleine Info. Es gibt mittlerweile eine neue Version von dem Spiel, und zwar die Titelbout Championship Boxing 2013 Version. Warum diese 2013 Version jetzt rauskommt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gab es die auch schon, wo ich diese Version oder diese Lizenz gekauft habe. Jedenfalls werde ich vielleicht in der nächsten Zeit mir auch das neue Spiel zulegen. Muss man sehen, ob man dann die Daten in das Spiel integrieren kann. Das heißt, ich möchte eigentlich dieses Safe Game auf jeden Fall weiterspielen. Ja, bevor wir jetzt ins Jahr 1860 gehen, ein kurzer Überblick. Es gibt im Moment diese Anzahl an Fightern, also man kann das jetzt nicht ganz so nehmen, denn irgendwie zeigt er mir das immer ein bisschen komisch an. Das heißt, die letzten drei gelten nicht. Wir haben also hier quasi Cem Mace, den aktuellen Titelträger, der mittlerweile, wenn wir seine History ansehen, seit dem Jahr 2000, Quatsch, 1852, wo er das letzte Mal damals gegen Tom Heyer, den damaligen Titelträger, verloren hat, ist er ungeschlagen, hat allerdings drei Unentschieden hinnehmen müssen und er hat einen wichtigen oder ein wichtiges Unentschieden, nämlich gegen John C. Heenan hinnehmen müssen. Das war auch ein Titelfight. Der Titelfight im Jahr 1859. Da gab es ein Draw, also ein Unentschieden. Heenan eigentlich totaler Außenseiter gewesen, aber wenn wir uns die Daten dann auch nochmal ansehen, es ist eigentlich kein wirklicher Anwärter überhaupt auf einen Titelkampf dabei. Das heißt nach wie vor, dass Cem Mace nur einmal im Jahr kämpft, und zwar im Dezember des Jahres 1860. Diesen Teil werden wir dann morgen sehen, denn heute werden wir das erste Halbjahr simulieren. Cem Mace, also unser Titelträger, 1831 geboren, seine Bilanz damit jetzt 9 Siege, 4 Niederlagen, 3 Unentschieden und 3 Kämpfe hat er durch K.O. entscheiden können. Wenn wir hier sehen, mit diesen grünen Haken, das sind seine Titelkämpfe. Das heißt, seinen ersten Titelkampf hatte er schon 1852, also mittlerweile vor 8 Spieljahren, gegen eben Tom Heyer. Da hat er verloren. Wie gesagt, das war die letzte Niederlage. Es folgten dann 4 Siege, ehe er einen erneuten Titelkampf wieder gegen Tom Heyer führen durfte. Das war dann ein Unentschieden, das war im Jahr 1854 am 1.11. in New York, New Jersey. Dann ist aber Tom Heyer zurückgetreten und er besiegt John Morrissey, der übrigens dieses Jahr zurückgetreten ist, also nicht mehr aktiv ist, im Titelkampf. Es folgt ein Unentschieden gegen Tom Sayers, das hatte eigentlich auch keiner damals im Jahr 1856 auf der Rechnung, denn Tom Sayers Bilanz ist eher bescheiden. Damals hatte er 6 Siege, 7 Niederlagen, kein Unentschieden. Also es war bis dahin noch kein Unentschieden und ein K.O.-Sieg. Mittlerweile sieht seine Bilanz 6 Siege, 10 Niederlagen, 2 Unentschieden aus. Das heißt, er hat seit diesem Unentschieden nicht mehr viel gerissen. Ein Unentschieden folgte noch. Ja. Cem Mace ist dann der nächste Fight im Jahr 1857. Er hat per Split Decision John Morrissey wieder geschlagen, der mittlerweile das zweite Mal um den Titel gefightet hat. Und weil es so schön ist, ja auch im Jahr 1858 wieder in New York, wieder gegen John Morrissey. Damals seine Bilanz 10 Siege, 6 Niederlagen, ein Unentschieden, 4 K.O.-Siege. Also Morrissey war schon ein harter Hund. Aber auch dieser Fight wurde verloren von Morrissey und Cem Mace hat den Titel auch ins Jahr 1859 genommen. Das war eben das letzte Spieljahr und da gab es ein Unentschieden gegen John Heenan.
John Heenan selbst. Hier haben wir ihn. Hatte damit einen Titelkampf. Den hat er jetzt vergeigt. Bei Heenan ist die Planung von mir so, er wird dieses Jahr fighten, und zwar wird er im April einen Kampf bestreiten und im Juni. Und sollte er diese beiden gewinnen, dann steht einem Titelkampf im Dezember wieder gegen Cem Mace eh nichts im Wege. Sollte er den Kampf verlieren oder einen Kampf verlieren, ja, dann müssen wir sehen, ob es dann im Dezember ein Titelkampf wird. Aber auf jeden Fall wird es den Kampf im Dezember zwischen Cem Mace und John Heenan geben. Dann haben wir hier noch Tom Sayers, ich habe es gerade gesagt. Hat nicht mehr viel gerissen in der letzten Zeit. Sein letzter Sieg war im Jahr 1856. Da hat er, siehe da, John Heenan besiegt. Per K.O. sogar. Also in der 10. Runde. Das war natürlich eigentlich eine große Überraschung damals. Wobei, da hatte er ja auch 3 Siege in Folge. Hat schon mal John Heenan besiegt. Hat Joe Coburn besiegt. Und hat nochmal eben John Heenan besiegt. Und dann kam es zum Titelkampf gegen Cem Mace. Da hat er dann, gab es dann ein Unentschieden. Das heißt keine Titelvergabe. Dann folgte aber die Niederlage gegen Morrissey, ein Unentschieden und eine Niederlage gegen Goss und dann eben wieder eine Niederlage gegen Heenan. Und im Moment ist er weit, weit weg. 6 Siege, 10 Niederlagen, 2 Unentschieden, auch nur ansatzweise von einem Titelfight. John Heenan haben wir schon besprochen. Joe Goss ist aktiv noch, hat bisher 3 Siege eingefahren, eine Niederlage, 4 Unentschieden, einen K.O.-Sieg hat er gefeiert. Goss ist eigentlich ein starker Kämpfer, ist 1857er in die Boxwelt eingestiegen, hat gegen Joe Coburn allerdings, der damals 3 Kämpfe verloren hat, nur ein Unentschieden geholt. Es folgte ein Sieg per TKO gegen John Heenan. Und dann sah es eigentlich schon so aus, wie wenn er auf dem richtigen Weg wäre. Es folgte aber wieder nur ein Unentschieden gegen Tom Sayers. Und dann aber ein Sieg, allerdings der war auch nicht so glänzend, wieder gegen Tom Sayers. Dann hat er gegen John Heenan erneut geboxt. Das war dann nur ein Unentschieden. Das war 1858. 1858 folgte noch ein weiterer Kampf gegen Mike McCole. Der ist nach wie vor aktiv. Den hat er gewonnen, aber auch wieder nur Split Decision. Und dann folgte ein Kampf gegen Joe Coburn, der bis dahin nur einmal gewonnen hatte. Und wieder ein Unentschieden. Wieder nur ein Draw. Und dann hätte es eigentlich zu einem Titelkampf oder wäre es ein Titelkampf vielleicht geworden, wenn er den entscheidenden Fight gegen John Heenan gewonnen hätte. Das hat er aber nicht, denn am 24.10. in Toledo verliert er per Split Decision gegen John Heenan, der daraufhin dann den Titelfight bekam, diesen allerdings auch nur unentschieden abschloss. Das heißt, Joe Goss bisher schwach, oder was heißt schwach, möchte ich gar nicht sagen. Es ist ein starker Boxer. Aber bisher ist ihm noch nichts Großartiges gelungen. Er steht bei mir in der Planung für dieses Jahr für 3 Kämpfe. Wird gegen Sam Hurst kämpfen. Das ist ein Rookie, der ist ganz neu. Wird gegen Joe Coburn kämpfen. Den hat er hier schon, gegen den hat er hier unentschieden geboxt. Und er wird gegen Mike McCole kämpfen. Und wenn er sich da dieses Jahr gut behauptet, dann könnte ich mir vorstellen, dass er nächstes Jahr vielleicht einen Titelkampf bekommt. Wobei jetzt wir auch abwarten müssen, wie sich Heenan schlägt. Vielleicht, dass es da doch nochmal eine veränderte Planung dann fürs zweite Halbjahr gibt. Joe Coburn, der Ire, bisher mit einem Sieg, 5 Unentschieden, Quatsch, einem Sieg, 5 Niederlagen und 2 Unentschieden. Ist 1856 in die
Boxfeld eingetreten, hat damals gegen Tom Sayers verloren, per Split Decision, dann hat er eine K.O.-Niederlage gegen John Heenan kassiert, dann hat er eine eindeutige Niederlage gegen John Morrissey kassiert und dann schaffte er endlich in seinem vierten Kampf das erste Unentschieden. Das war eben gegen, wie gerade gehört, Joe Goss, der damals der Rookie war. Es folgte eine weitere Niederlage wieder gegen John Morrissey. Da hat er allerdings gut geboxt, das war eine Split Decision. Und dann konnte er seinen ersten Sieg einfahren gegen den neuen Rookie, Mike McCole. Unanimous Decision, also eindeutige Entscheidung. Das war dann der erste Sieg von Coburn, der dann wieder gegen Goss antritt und wieder das Unentschieden. Und dann die Niederlage gegen John Heenan im letzten Jahr. Mike McCole, von ihm haben wir schon gehört. Ja, drei Kämpfe bisher. Eher bescheiden. Wieso hat er eigentlich letztes Jahr nicht gekämpft? Sehr komisch. Na egal. Auf jeden Fall drei Niederlagen gegen Coburn, Morrissey und Goss. Hier wollen wir hin. Und dann haben wir einen neuen Fighter, Sam Hurst aus England. Das ist Daily Bridge Infant. Noch kein Kampf für ihn. Ja, kurz auf die History nochmal. Das heißt, wir waren denn, hätten den letzten Kampf am 10.12. im Jahr 1859. Es war der Titelfight Jam Mace gegen Heenan. Im ganzen Jahr 1859 gab es ja auch nicht wirklich viele Kämpfe. Wir hatten hier 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe. Für dieses Jahr, also das Jahr 1860, habe ich jetzt im Moment 3, 4, 5, 6, 7, 8, jetzt 9 Kämpfe auf der Fightcard stehen. Davon, wenn es planmäßig läuft, sollten wir 5 Kämpfe heute sehen. Muss jetzt gleich mal überlegen, wie es jetzt wieder geht. Head to head. Nee, so nicht. Da haben wir es, genau. Also, der erste Fight, den ich mir überlegt habe, ist der Fight von Sam Hurst. Heavyweight Rookie. Er wird gegen, ja, gegen wen? Gegen Joe Goss kämpfen. Der Fight wird im Jahr 1860 stattfinden. 1860. Nehmen wir den 8. Januar. Die Analyse sieht so aus. Die Control Faktor 7 gegen einen Boxer und 7 gegen einen Slugger. Goss hat einen Faktor von 9 gegen einen Boxer und 9 gegen einen Slugger. Also normalerweise ist der Joe Goss hier der klare Favorit. Jo, wie sagt man so schön? Gehen wir doch direkt rein in den Fight. Der Kampf findet in England statt, im Plymouth Pavilion. Und wir schauen uns natürlich wieder die Condition an. Ja, man sollte überlegen, wenn man so lange nichts mehr gemacht hat hier. Los geht's! Die erste Runde. Sam Hurst, 1832 geboren,
gegen Joe Goss 1837 geboren. Das heißt, wir sind im Jahr 1860. Ich glaube immer, hier kommt jemand rein. In einem Kellerloch ist aber niemand. Das heißt, Sam Hurst ist zu diesem Zeitpunkt 28. Joe Goss ist 23. Nächste Runde, die zweite. Ich trinke jetzt lang meinen Kaffee. Englisches Duell. Ja, Joe Goss, von dem hatte ich mir eigentlich schon mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weil der eigentlich sehr gute Ratings hatte, aber konnte bisher nicht wirklich überzeugen. Diese Unentschieden, also gut, die Niederlage kann mal passieren, aber eben 4 Unentschieden, das muss besser werden. Und wenn er wieder auch nur ansatzweise eventuell gegen Heenan fighten möchte, um einen Titelkampf zu bekommen, dann muss er heute gegen Sam Hurst auf jeden Fall gewinnen. Bisher, oh ja, das rechte Auge von Hurst schwillt an. Jetzt doch schon ziemlich. Goss, ja, hat ja einen K.O.-Sieg bisher. Und das war auch schon die 4. Runde. Wir sind in Round Number 5. Wieder auf das rechte Auge. Das macht er gut. Dieser Joe Goss. Das rechte Auge sieht schon übel aus. Runde Nummer 6, mal auf die Scorecard. Da wäre Goss vorne, aber auch nicht mal so klar. Nächste Runde. Sie arbeiten natürlich intensiv an Hursts Augenverletzung. Oh, und hat jetzt auch einen Cut unter dem rechten Auge. Wenn dessen Goss sehr gut aussieht. Sieht eigentlich genauso aus wie Hurst. Okay. Runde Nummer 8. Der Cut ist geschlossen, aber ich denke, da wird er gleich wieder drauf dreschen. Und schön getroffen wieder. Sam Hurst gegen Joe Goss. Das englische Duell der beiden Fighter. Und wieder aufs Auge gedonnert. Er ist schon ein böser Mann, der Joe Goss. Weil der Cut nicht mehr offen ist. Eine Niederlage, das ist für Goss, das ist nicht schlecht. Aber eben die 4 Unentschieden sind unglücklich. Runde Nummer 11. Ich höre hier immer Geräusche in meinem Kellerloch. Macht mir irgendwie Angst. Runde Nummer 12, die letzte. Die Zeit läuft runter, noch 30 Sekunden. Boom, das war's. Ladies and gentlemen, we have your decision.
Wer gewinnt? Bob Alexander, der Announcer mit dem Call. Ist für Sam. Das heißt, es hängt jetzt vom dritten Ringrichter ab. Ein Belgier und der sagt unentschieden. Und wieder ein Unentschieden. Huch, da kriegt man gleich der Kugelschreiber davon. Wieder ein Unentschieden. Schade, schade, schade. Ja, Sam Hurst Karriere beginnt mit einem Unentschieden. Joe Goss geht wohl in die Annalen als Unentschieden König ein. Sein fünftes Unentschieden. Kurz mal schauen, ob das mit der History gepasst hat. Ja, 8.1.1860. Der nächste Kampf wird dann im Februar stattfinden. Und zwar wird Mike McCool, bisher dreimal glatt verloren, gegen Tom Sayers antreten. Tom Sayers ja 18 Kämpfe. Absoluter Rekordmann. Der Fight findet im Februar statt und zwar am 17.02. des Jahres 1860. Hier also nochmal die Zusammenfassung. Den Kampf gab es schon. Nein, den gab es noch nicht. Entschuldigung, den gab es noch nicht. Der Fight findet in den Vereinigten Staaten statt, im Rivergate Auditorium. Tom Sayers, ja, ich habe es ja gesagt, hatte schon den Titelkampf, hat er gut gemacht damals. Danach ging es dann bergab mit ihm, 1826 geboren, das heißt, er ist 34 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und es wird Zeit, dass er endlich mal wieder einen Sieg holt. Mike McCool ist ja eigentlich nur drei Kämpfe und diese drei hat er glatt verloren. Tom Sayers auch nur einen einzigen K.O.-Sieg in seiner Karriere. McCool ist ja Amerikaner, Tom Sayers ist Engländer. Nichts zu sehen, keine Verletzung. Die Fighter sind fit. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Wertung des ersten Fights, denn ich hatte Goss eigentlich klar vorne gesehen. Aber dem sollte wohl nicht so sein. Runde Nummer 5. Nichts zu sehen. Jetzt mal auf die Statistik. Oh ja, da Mike McCool ist wesentlich aktiver. 154 Schläge zu 114. Tom Sayers 18 Kämpfe, das ist ja auch Rekord.
Runde Nummer 8. Wie sehen die Statistiken aus? 204 zu 150. Jetzt kommt er etwas besser. Der Tom Sayers. Tom Sayers, ich habe ja gesagt, seine Bilanz bescheiden. 18 Kämpfe hatte er, aber auch die letzten zwei glatt verloren. Tom Sayers jetzt mehr zu sehen von ihm gewesen, aber da kommt er schon wieder mit Cole zurück. Aber die Boxer sehen gut aus. Gibt's nicht viel. Runde Nummer 12, die letzte Runde. 273 zu 276. Ja, man muss sagen, jetzt hat sich sehr zurückgekämpft. Aber reicht das? Reicht das? Wie geht der Kampf aus? Howard Lee. Ist diesmal der Announcer. Die Scorecards. Gary Ritter. Unentschieden. Draw. 114 zu 114. South Africa. 117 zu 113 für Tom Sayers. Und Frank Brunette. Mike McCool als nächste Unentschieden. Das nächste Unentschieden, also das dritte für Sayers und das erste für McCall, aber immerhin hat er nicht verloren. Ja, das heißt, wir haben den nächsten Kampf und sind mittlerweile im März angekommen. Und die Fighter sind Joe Coburn. Ein Sieg, fünf Niederlagen, zwei Unentschieden gegen meinen Freund Joe Goss, der mittlerweile auch schon das 10. Mal kämpft. Dieser Fight findet im Jahr 1860 statt. Und zwar am 11. März. Zumindest eine Ex-Freundin geboren. Nicht 1860. Und der Fight. Zweimal haben sie schon gegeneinander gekämpft. Zweimal gab es ein Unentschieden. Jetzt also endlich ein Sieg für irgendeinen Fighter. Wir sind in England. Der Robin Park. Irland gegen England. Der Joe Coburn, wenn wir uns die seine Werte ansehen, sind eigentlich sogar etwas stärker als die von Goss. Aber das muss natürlich nichts heißen. Joe Goss, ja. Das Unentschieden gegen Sam Hurst war ein bisschen überraschend. Und wir haben eine Verletzung bei Coburn. Hat eine leichte Beule an der Stirn und einen Cut unter dem rechten Auge. Nach zwei Unentschieden würde ich jetzt schon gerne mal einen Sieg
oder einen Kampf sehen, wo es einen Sieger gibt. Joe Coburn, ja, ganz schwache Zahlen. Ein Sieg nur aus 8 Kämpfen. Aber Joe Goss, ja, wie schon gesagt, ist auch nicht der große Siegertyp. Gut. Da haben wir wohl die Entscheidung. Ich glaube, das war jetzt ein Sieg von Goss. Ein K.O. Ein Technical Draw. Okay. Der nächste Draw. Das heißt, der 6. Unentschieden. Joe Goss, wenn man hier ansieht, keinen einzigen Cut bisher für ihn. 6 dafür für seinen Gegner. Das ist schon nicht schlecht. Ja, dann der nächste Kampf. Sam Hurst greift wieder ein. Nach seinem Unentschieden kämpft er gegen, ja, gegen wen? Gegen den großen John C. Heenan. Und wir schreiben weiterhin das Jahr 1860. Sind im April. Am 24. Diese beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft. Auch relativ klar, da Sam Hurst ja neu in der Boxwelt ist. Der Fight findet im Sky City Casino in den United States statt. Ja, ich habe ja ein paar E-Mails bekommen, vor langer Zeit, was denn meine Motivation ist, das Ganze von hinten aufzurollen. Das heißt, das Spiel im Jahr, ich glaube 1850 haben wir angefangen zu beginnen. Und da ja so wenig Boxer auch nur dabei sind, klar, es ist richtig, aber wenn ich jetzt im aktuellen Jahr angefangen hätte, dann hätten wir ja viele Boxer in ihrer Karriere verpasst. Das heißt, ich möchte eigentlich schon das Ganze von hinten aufrollen und die ganzen Jahre boxen, die ganzen Jahre in meinem Boxuniversum zu bringen. Das heißt, auch die ganzen großen Boxer in der frühen Zeit des letzten Jahrhunderts oder auch dann in den 50er, 60er Jahren. Es wird ja noch mehrere Gewichtsklassen geben. Wir orientieren uns da also wirklich an der damaligen Realität. Das heißt, die Boxer kämpfen auch nur in den Jahren, wo sie wirklich in Real Life aktiv waren. Sicherlich sind die einzelnen Kämpfe unterschiedlich und viele hatten auch wesentlich weniger Kämpfe damals, da wir ja im Jahr 1860, wie gesagt, uns im Moment befinden. Trotzdem macht es mir Spaß und man sieht jetzt auch im Moment zwar eine Phase, wo es, was die Titelkämpfe angeht, ein bisschen schwierig ist, weil wir eben eigentlich gegen unseren Titelträger Jam Mays keine richtige Alternative haben. Eben diesen John Heenan vielleicht, aber das muss er sich auch erstmal erkämpfen. Aber irgendwann wird sicherlich wieder einer kommen oder es wird Mays irgendwann aufhören, das weiß ich jetzt nicht. Ich könnte nachsehen, aber ich mache es nicht. Das heißt, insofern macht mir das Spiel sehr viel Spaß. Klar, die Grafik, das ist alles ein bisschen, aber für uns gilt es ja eine realistische Simulation des Boxuniversums. Und insofern wird dieses Safe auf jeden Fall weiterlaufen.
Wenn wir es nicht in die 2013er Version integrieren können, dann wird 2013er wohl eine andere Idee geben oder wir werden es irgendwie anders managen. Aber bis dahin bleibt es auf jeden Fall so. Und jetzt haben wir Hinen ist angeschlagen, sein linkes Auge ist geschwollen. Jetzt war der Blick auf die Starts 180 zu 192. Hurst ist down, ist wieder da. Sam Hurst ist wieder da. John Heenan mit dem Niederschlag, aber Hurst ist wieder aufgestanden. Heenan auch erst einen K.O. in seiner Karriere. Drei Unentschieden bisher. Jetzt muss es doch endlich einen Sieg geben. Wieder aufs Auge. Das macht Hurst jetzt nicht schlecht. Hinnen, ja, gegen Chan Mays im Titelkampf hat er sich wirklich gut behauptet. Da hatten ihn einige vorne gesehen. Er wird dieses Jahr ja noch mal antreten. Und zwar im Juni gegen Mike McCole. Und dann eben. Und der nächste Niederschlag. Und er ist wieder da. Und jetzt wird es das dann wohl gewesen sein. Nein, er ist wieder auf. Drei Niederschläge jetzt schon gegen Hurst. Die letzte Runde, die läuft. Ja, das müsste jetzt eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn Heenan nach drei Niederschlägen das Spiel nicht gewonnen hätte. Das Spiel, den Kampf nicht gewonnen hätte. Ja, klare Sache. Unanimous Decision und John Heenan gewinnt diesen Kampf. Sein sechster Fight. Damit ist er. Hat er die erste Niederlage einstecken müssen. Und wir werden jetzt noch einen Fight haben. Und zwar springen wir jetzt 2 Monate weiter. Mike. McCole kämpft wieder gegen Heenan jetzt sein 13. Fight. Dieser Kampf findet am 2.6.1860 statt. Es ist jetzt auch der letzte Fight, den wir jetzt heute zeigen. Teil 2 folgt demnächst. Beide haben noch nicht gegeneinander gekämpft. Favorisiert ist sicherlich Hinnen. Im Rivergate Auditorium findet der Kampf wieder statt. Hinnen, durch diesen Sieg hat er sich seine Bilanz jetzt auf 6 Siege, 3 Niederlagen, 3 Unentschieden ausgebaut. Müsste laut meiner Planung dann auch erst wieder im Dezember im Titelkampf ran.
Aber wie schlägt er sich heute? Der 25-Jährige. Die anderen Kämpfe, die ich jetzt noch geplant habe, wäre dann im August Joe Coburn gegen Tom Sayer. Im September Tom Sayer gegen Sam Hurst. Nein, Tom Sayer kämpft nicht 2 Monate hintereinander. Diesen Kampf verschieben wir in den November. Und dann noch im Oktober eben Mike McCall gegen Joe Goss. Und im Dezember der Titelkampf Jam Mays gegen John Heenan. McCall, sein Unentschieden haben wir ja gesehen. Gegen Tom Sayers. Da hat er solide gekämpft. Sayers zwar, wie gesagt, nur noch am Verlieren, aber da musst du auch erstmal durch. Und das linke Auge von McCall schwillt an. Auge. McCalls linkes Auge ist jetzt wirklich schon zur Hälfte geschlossen. Aber jetzt hat auch hinten eine leichte Schwellung. Mittlerweile Runde Nummer 9. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hinten am Boden. Und nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatte Heenan im letzten Kampf ja Hurst mehrere Male am Boden. 3 Mal war es, glaube ich. Jetzt ist er selber 2 Mal am Boden gewesen. Hat seine Hände weit unten. Deutlich angeschlagen. Versucht jetzt natürlich mit den Schlägen aufs linke Auge. Und auch das linke Auge von hinten ist jetzt fast komplett zu schon. Sollte McCall seinen ersten Sieg einfahren? Oh! 1, 2, 4, 5, 6. Jetzt war auch McCall am Boden, kommt aber wieder hoch. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch 1,17. Und der erneute Niederschlag. Und das war's. Das war's. Wow, war das ein Fight. War das ein Fight. Ed Darien mit der Ansage. John C. Heenan hat sich zurückgekämpft, nachdem er selber 3 Mal am Boden war. Konnte er in der letzten Runde seinen Gegner zu Boden schlagen, welcher beim dritten Mal hochgekommen ist. Und John Heenan gewinnt diesen Fight. Es ist sein 7. Der 2. K.O.-Sieg für ihn.
70% Gewinnrate hat er damit jetzt. Das Knockout Percentage 15,449 Runden für ihn. Puh, spannend, spannend, spannend. Schauen wir nochmal auf die Fighter. Das heißt, von der Bilanz her, die beste Bilanz hat Cem Mace, ganz klar. 9 Siege. Aber hinten jetzt auch schon 7, auch wenn er wirklich jetzt zweimal am Boden war. Tom Sayers, immer hier seine, bei seinen letzten Kämpfen nichts mehr erreicht. Joe Goss auch nicht. Joe Coburn hat nicht viel. Mike McCole, ja, jetzt war ein solider Kampf eigentlich von ihm bis zur letzten Runde. Ehe sie ihn dann schon übel erwischt hat. Und Sam Hurst. Ja, gut. Das war's jetzt mit dem ersten Teil des Jahres 1860. Ich muss noch meine Liste updaten. Hier haben wir es. Weiter geht's dann. Ja, ich hoffe bald. Spätestens in einer Woche. Bis bald.